wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Zu weit weg. Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Da unten scheint ein Weg lang zu führen. Ich bräuchte eine Leiter. Dazu fällt mir nichts ein. Der gute alte Huck. Na, Huck, komm her. Was für eine seltsame Pflanze. Ha, Mist. Er ist zu biegsam. Das ist ein Basilenauge. Damit fing das ganze Chaos an. Danke, Conroy. Ich kann mich darin spiegeln. Hallo, Robert. Wirklich interessant. Ich möchte lieber nicht stören. Zu wenig zum Baden. Sieht verlassen aus. Hallo, jemand zu Hause? Was für eine seltsame Pflanze. Das ist ein Danke. Das könnte praktisch werden. Das ist ein Basilenauge. Danke, Conroy. Da hinten ist ein Dorf. Dort treffe ich sicher hilfsbereite, nette Asposa. Damit kann man den Basilenstrahl abfeuern. Zu weit weg. Dazu fällt mir nichts ein. Zu weit weg. So komme ich da auch nicht dran. Das würde nicht
Warum sollte ich das tun? Erinnern mich an Hammer und Meißel. Der Stoßzahn sitzt locker in der Spalte im Boden. Erscheint logisch. Ich bräuchte nur noch einen Grund, das zu tun. Dazu fällt mir nichts ein. Könnte man machen oder lassen. Der Stoßzahn sitzt locker in der Spalte im Boden. So bekomme ich den Stoßzahn nicht fester in den Boden. Boah, ganz schön schwer. Erscheint logisch. Erscheint logisch. Das würde nicht funktionieren. Alter Freund. Ohne Basil. Ohne Basil.
Mist! Was für eine seltsame... Das würde nicht funktionieren. Erscheint los. Das ist mir zu wackelig. Der Stoßzahn steckt nur lose im Spalt. Dazu fällt mir nichts ein. Vielleicht kann ich damit den Stoßzahn fester in den Boden klopfen. Holla, die Waldfee. Was für ein Auftritt. Wo bin ich? Ich fass es nicht. Vor mir steht der Thronerbe. Ich wusste, ihr würdet wiederkommen, euer Gnaden. Wegen dieser ganzen Thronsache. Ihr seid es. Ocario Boe Tonalis Septiman? Ja, das... A
Aquat Romanius pianoforte retardando. Robert reicht eigentlich. Staccateo, Flöter der Nase, Wächter des Ordens, Erbe des Throns und Oberorchester Blasmusikant der vier Winde. Das reicht. Der dritte. Wow, du bist es wirklich. Ich finde Robert schöner. Du kannst ruhig Robert sagen. Alles klar, euer Gnaden. Ich bin Libretta. Aber du solltest vorsichtig sein. Wer eine Flötennase hat, ist nicht... Setz lieber einen Nasenschoner auf. Danke. Ich werde vorsichtig sein. Ich kann nicht glauben, dass du vor mir stehst, euer Gnaden. Ich kannte dich schon, als du noch ein Baby warst. Ein ziemlich hässliches, wenn ich das mal so sagen darf. Was ist denn in den letzten 3 Jahren passiert? Ich habe alles gezeichnet. Einer musste doch festhalten, was wirklich passiert ist. Falls es uns einmal, naja, nicht mehr gibt. Weißt du noch, du hast uns alle gerettet. Und ich dachte, jetzt wird alles gut. Aber dann warst du plötzlich weg. Und dann kam er. Die Leute dachten, wir wären die Bösen und dass wir die Basilen beschworen hätten. Und Conroy im letzten heldenhaften Kampf gegen uns gefallen wäre. Aber Conroy hat die Basilen gebaut. Erzähl das ihnen. Wir sind jetzt die Mörder Conroys und böse Basilenbeschwörer. Steile Karriere. Was? Ja, sie denken, Conroy hätte sie die ganze Zeit vor uns beschützt. Einige konnten fliehen. Den Rest haben sie auf den Händen davongetragen. Seitdem, es ist so still. Überall wehen rote Fahnen. Wir sind nirgendwo mehr sicher. Ich bin hier nicht sicher, ihr seid hier nicht sicher. So gibt es noch Flötennasen, die frei sind. Sie halten sich versteckt. Das hoffe ich zumindest. Ich habe von den anderen seit Jahren nichts gehört. Du hast zufällig meine kleine Schwester gesehen. Ich bin alles, was sie noch hat. Nein, es tut mir so leid. Aber mach dir keine Sorgen, Libretta. Es gibt eine Prophezeiung. Die Sage vom Einklang? Ja, genau. Ich muss nur den letzten Windmönch finden. Dann kommt alles wieder in Ordnung. Ich muss auf die andere Seite Asposiens. Okay, Seilbahn. Aber die ist schon lange kaputt. Ach, es gibt nichts, was man nicht irgendwie reparieren kann. Und dann können wir beide abhauen. Ich wusste, du würdest uns helfen.